Dann krachte es hinter den Kulissen. Und Fiona mit der Königin und den Damen erschien. Hallo, Schatz. Entschuldige die Verspätung. Geht's dir gut? Gleich viel besser, wenn du da bist. Shrek streckte dem Prinzen seine in Ketten gelegten Hände entgegen. Also, Charming, willst du mir die nicht abnehmen, damit wir das von Oger zu Mann regeln können? Oh, das hört sich spaßig an. Aber ich habe eine bessere Idee. Wie aus dem Nichts stürmten alle bösen Gestalten der Märchenwelt auf die Bühne und umzingelten Shrek und seine Mitstreiter. Es wäre zwecklos gewesen, sich zu wehren. Es waren einfach zu viele. Fiona! Hey, lass mich los! Diesmal fährst du mir nicht wieder in die Parade, Oger. Tötet ihn! Plötzlich unterbrach eine bekannte Stimme die Aktion. Hört sofort auf! Oh, was ist denn jetzt schon wieder los? Artie? Wer ist der Meinung, dass wir das auf diese Art klären müssen? Alle bösen Schurken hoben ihre Hand. Wollt ihr mir sagen, dass ihr euer ganzes Leben lang Schurken sein wollt? Aber wir sind Schurken. Etwas anderes kennen wir nicht. Habt ihr euch nie gewünscht, etwas anderes zu sein? Na, du hast gut reden. Du bist ja kein böser, verzauberter Baum. Ihr Schwachköpfe, hört nicht auf ihn. Greift sie endlich an! Steve meint, dass es schwierig ist, eine ehrliche Arbeit zu bekommen, wenn alle Welt gegen einen ist. Genau. Danke, Ed. Okay, das verstehe ich. Ihr habt recht. Ich bin kein sprechender Baum. Aber wisst ihr, ein guter Freund von mir hat mir mal gesagt, nur weil einen die anderen wie einen Schurken oder einen Oger oder wie einen Loser behandeln, heißt das noch lange nicht, dass man einer ist. Das Wichtigste ist nämlich, was du über dich selbst denkst. Wenn du etwas unbedingt haben oder jemand anderes sein willst, dann steht dir nur eine einzige Person im Weg. Nämlich du. Ich? Packt ihn, Männer! Nein! Ich meinte damit, dass sich jeder von euch auf irgendeine Art selbst im Weg steht. Ich wollte immer Flöte spielen. Ich wollte ein Wellnesscenter eröffnen in der Provence. Ich züchte gern Osterglocken. Die sind so schön gelb. Captain Hook war der Erste, der seine Waffen zu Boden warf. Die anderen folgten seinem Tun. Nur Prinz Charming konnte seinen Hass nicht zügeln. Er stürzte auf Shrek zu und stieß ihm sein Schwert in den Körper. Ah!